Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor der Herr Landtagspräsident erwartungsgemäß wahrscheinlich zum Ende dieses Jahres und vor allen Dingen zum Ende dieser Legislatur gleich herzliche Worte finden wird, um den Abschluss zumindest der regulären Sitzungsperiode dieses Hohen Hauses einzuleiten, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um diesen besonderen Moment, das ist ja manchmal auch eine Zäsur, weil Menschen dieses Hohe Haus verlassen, und diesmal sind zwei dabei, von denen ich glaube, dass sie eine besondere Erwähnung finden sollten. Insoweit, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, lieber Matthias, im Namen der Koalitionsfraktionen danke ich dir für deine außergewöhnliche politische Lebensleistung zum Wohle des Freistaates Sachsens, seiner Menschen und seines Parlaments. Seit 1990 hast du dem Sächsischen Landtag angehört, ununterbrochen angehört und warst maßgeblich an seiner Gründung beteiligt. Du wurdest immer für deine Sachkenntnis und deinen diplomatischen Führungsstil geschätzt und trugst wesentlich zur Stabilität und zum Ansehen des Landtages bei. 15 Jahre hast du nunmehr das Amt des Landtagspräsidenten ausgeübt. Dabei hast du stets Führungsstärke und Besonnenheit gezeigt. Mit deinem Abschied geht eine Ära zu Ende und hinterlässt ein Vermächtnis, das weit über deine Amtszeit hinaus Wirkung zeigen wird. Wir wünschen dir für deine künftigen Aufgaben, ohne die wir uns den Menschen und Kollegen Dr. Matthias Rösler kaum vorstellen können, viel Erfolg, dir und deiner Familie persönliches Wohlergehen und über allem Gottes Segen. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Andrea, im Namen der Koalitionsfraktion danke ich dir für deine außergewöhnliche politische Lebensleistung zum Wohle des Freistaates Sachsens, seiner Menschen und seines Parlaments. Seit deiner Wahl im Jahr 1990 hast du bis heute ununterbrochen als Abgeordnete dem Sächsischen Landtag angehört und warst dabei auch Pionierin in Spitzenämtern. 1990 wurdest du als erste Frau zur Vizepräsidentin des Sächsischen Landtags gewählt und begleitest dieses Amt nun seit 30 Jahren. Respekt. Mit deiner engagierten und verbindlichen Art hast du sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments stets Respekt und Anerkennung gewonnen und dem Präsidium Glanz und vor allen Dingen menschliche Wärme verliehen. Du bist eine Politikerin, die mit Herz und Verstand agierte und ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger hatte. Dein diplomatischer Führungsstil und dein unermüdlicher Einsatz für ein konstruktives Miteinander im Landtag werden uns dabei stets in Erinnerung bleiben. Wir wünschen dir und deiner Familie persönliches Wohlergehen und auch dir über allem Gottes Segen. Und auf sowas musste ich jetzt 15 Jahre warten. Vielleicht kann ich den Herrn Präsidenten und die Frau Vizepräsidentin nach vorne bitten.
schwierig. Vielleicht kann man. Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, haben Sie Dank für die überaus freundliche und bewegende Wertschätzung. Aber ich möchte natürlich den Moment nutzen, um noch einige persönliche Worte auch an Sie zu richten. Und zunächst ist es mir ein tiefes Anliegen, Ihnen, den Mitgliedern des Hohen Hauses, aus ganzem Herzen für Ihre Arbeit der zurückliegenden 5 Jahre zu danken. Und mein ganz besonderer Dank, und die standen jetzt schon immer wieder im Mittelpunkt, gilt jenen Abgeordneten, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten diesem Parlament angehören und die nicht mehr für den neuen, den dann 68. Landtag kandidieren werden. Mindestens 3 Wahlperioden waren Jan Hippold, Sven-Gunnar Kirmes, Gerd Mackenroth, Aloysius Miquasch und Ines Springer vertreten. Patricia Wissel, Professor Dr. Roland Wöller sowie Sabine Friedel, Hanka Gliese und Kerstin Köditz, die gehören ebenfalls zu denen, die ganz lange Jahre hier bei uns im Parlament waren. Und zu den Personen, die sich große Verdienste erworben haben, gehört natürlich auch unsere langjährige erste Vizepräsidentin Andrea Dombois. Und liebe Andrea, mit deiner bemerkenswert langen, couragierten Arbeit hast du dir fraktionsübergreifend hohes Ansehen erworben und du warst in deinem Wahlkreis seit 1990 ununterbrochen im Landtag vertreten. Und ich bin mir sicher, dein politisches und soziales Wirken wird in unserem Freistaat in Erinnerung bleiben. Und ich werde dir dann auch noch einen Blumenstrauß überreichen. Ich komme dann gleich hin, damit du dann mit den vielen Blumensträußen herausgehen kannst. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns alle war die 7. Wahlperiode prägend. Und sie war in mancher Hinsicht, würde ich sagen, sogar historisch. Die sächsische Demokratie hat sich durchaus in den schwierigen Jahren allen Herausforderungen zum Trotz bewährt. Wir haben wirklich Krisen gemeistert und sind lange Wege erfolgreich gegangen. Und zu den zentralen Entscheidungen gehört ganz sicher die Maßnahme zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Und dabei denke ich vor allem, das wird mir unvergesslich bleiben, an unseren historischen Beschluss zur außergewöhnlichen Notsituation am grünen Donnerstag des Jahres 2020. Unser Parlament hat in der damaligen Ausnahmesituation unverzüglich gehandelt. Einstimmig. Wir erinnern uns alle noch an unseren großen Saal hier drüben im benachbarten Gebäude. Einstimmig haben wir ein 6 Milliarden Sondervermögen beschlossen, um das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in diesem Freistaat einigermaßen
zu stabilisieren. Es war eine Zeit völliger Unsicherheit. Anschließend sind ja immer alle ganz klug und wissen alles, aber es war wirklich eine Zeit völliger Unsicherheit und keiner hat sich so richtig getraut, wie sagen wir Naturwissenschaftler, in die Zukunft zu extrapolieren, was passiert denn nun als nächstes? Dennoch haben wir Mut und Augenmaß bewiesen und haben entschieden, übrigens damals über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg. Und zugleich sind wir bestmöglich dem Pfad der finanzpolitischen Stabilität treu geblieben. Das ist gelungen, den einst schon Kurt Biedenkopf und Georg Milbrat beschlossen haben. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die drastisch gestiegenen Energiepreise und die Inflationskosten haben unser Parlament bewegt. Und der Sächsische Landtag hat immer um gute Antworten gerungen, er hat reagiert und, wie wir Parlamentarier das können, mit unseren Mitteln auch gestaltet. Und bei aller Schärfe der Auseinandersetzung haben Sie sich, verehrte Kolleginnen und Kollegen, an die gegebenen Regeln unserer Geschäftsordnung gehalten. Nur 5 Ordnungsrufe. Nur 5 Ordnungsrufe über eine ganze Legislaturperiode. Und wir sind ja immerhin zu viert. 5 Ordnungsrufe belegen das deutlich. Und so wenig Ordnungsrufe, wir haben das mal verglichen, gibt es sonst in fast keinem deutschen Parlament. Insbesondere will ich wieder feststellen, unser Parlament behandelte 176 Gesetzentwürfe, davon wurden 119 beschlossen und 46 abgelehnt und 15% aller Gesetze haben wir gestern bearbeitet. Die Zahl der behandelten Anträge, kleine und große Anfragen, Drucksachen, Ausschusssitzungen und vieles andere mehr ist gewaltig. Und sie zeigen, dass wir ein lebendiges Landesparlament sind und mit ihrer Arbeit, verehrte Kolleginnen und Kollegen, in den Wahlkreisen, Gremien, Ausschüssen und hier im Plenum haben sie daran maßgeblich mitgewirkt, auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fraktionen sowie in den Wahlkreisen können sie sich immer verlassen und genauso auf ihre Familien und Angehörigen. Ganz herzlich möchte ich allen Beschäftigten in der Landtagsverwaltung danken. Sie haben eine sehr gute Arbeit gemacht, egal ob es um die Vorbereitung von Plenarsitzungen und Ausschüssen ging, juristische Gutachten haben sie erstellt, stenografische Protokolle und vieles, vieles andere mehr. Auch mein Büro, insbesondere auch meiner Frau Bünding und den engsten Mitarbeitern spreche ich bei dieser Gelegenheit nochmals besonderen Dank aus. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine Demokratie, wir haben so viel drüber gesprochen, ist nie fertig. Sie ist immer im Werden und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, damit das gelingt. Als scheidender Landtagspräsident schaue ich auf die vergangenen 34 Jahre zurück. Und ich sage es mal so, die friedliche Revolution, hier sitzt noch einer, der das genau weiß, Frank Richter, hat mich über Demonstrationen und runden Tisch 1989 in die Politik gespült wie eine Flutwelle. Und die Revolution frisst ja bekanntlich ihre Kinder. Das habe ich ganz oft erlebt. Sind wenige übrig geblieben. Aber gut, ich, jedenfalls wir beide, wir gehören dazu. In Revolution ist es noch viel schlimmer als mit Landtagswahlen. Die reißt gewaltige Lücken, vor allen Dingen in ihrem Fortgang. Und als Abgeordneter, Staatsminister und Landtagspräsident trage ich mehr als die Hälfte meines Lebens Verantwortung für den Freistaat Sachsen. Und es war mir und ist mir ein großes Privileg, über ein Vierteljahrhundert in politischen Spitzenämtern meine sächsische Heimat zu gestalten. Und mein Entschluss damals, 1989, musste man sich entscheiden, über den eingeschlagenen Weg betrachte ich heute als ein großes Glück. Wenn ich die Gelegenheit hätte, ich würde es ganz genau noch einmal so machen. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, unser Freistaat hat sich nach den schwierigen Jahren der Transformation, wir erinnern uns ja alle an noch ein Viertel Arbeitslosigkeit hier in der Bevölkerung, doch zu beeindruckender Stärke entwickelt. Sachsen ist heute
trotz aller Diskussion eine stabile Demokratie mit einer robusten mittelständischen Wirtschaft. Wir haben eine starke Infrastruktur, ein hoch angesehenes Bildungssystem und wir verfügen über eine ausgezeichnete Kulturlandschaft und vieles andere mehr. Und das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und dazu haben viele beigetragen, die Bürgerinnen und Bürger, unsere Verfassung, intakte politische Institutionen und natürlich ein selbstbewusstes Landesparlament, dessen Präsident ich sein durfte. Mein großer Wunsch ist es, dass wir dieses einfach weiterhin achten, dass wir das wertschätzen. Lasst uns dieses wunderbare Sachsen, unseren wunderbaren Freistaat, erhalten und vor allen Dingen erhalten wir das Bewahrenswerte und bringen wir die notwendigen Veränderungen kraftvoll voran. Und der größte Vorteil unserer freiheitlichen Demokratie ist, ich erinnere uns immer wieder daran, der offene Meinungsaustausch. Um ihn zu nutzen, sollen wir streiten, ohne zu verletzen, und wir sollen argumentieren, ohne uns gegenseitig zu verurteilen. Ich sage das gerade im Hinblick auf den begonnenen Wahlkampf, tragen wir als politische Vorbilder dazu bei, dass der Meinungsstreit fair und friedlich verläuft und vor allem, dass eine parlamentarische Zusammenarbeit in diesem Hohen Haus auch in der nächsten, in der achten Legislaturperiode gelingt. Ich erkläre die 90. Sitzung des 7. Sächsischen Landtags für geschlossen, wünsche uns einen guten Abend heute, ein beschwingtes und fröhliches Sommerfest. Und bis zum offiziellen Beginn ist jetzt noch etwas Zeit. Und damit niemand durstig bleiben muss, stehen schon ab 17 Uhr oder vielleicht noch eher, davon gehe ich mal aus, Getränke für Sie bereit. Ich danke Ihnen ganz herzlich und gehe jetzt mit diesem Blumenstrauß noch mal zur Anwertung. Willst du noch mal dich bedanken? Ich habe jetzt einen richtigen Blumenladen zu Hause. Das ist so schön. Vielen, vielen Dank. Möchte natürlich auch gern noch ein paar Worte sagen. 34 Jahre. Ich schaue mit großer Zufriedenheit zurück und auch mit großer Demut. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so viele Jahre immer wieder gewählt wird und dass man hier sein darf. Als Vizepräsidentin 30 Jahre, was ich ja meiner Fraktion und dem Parlament zu verdanken habe, auch dort durch geheime Wahlen immer wieder Bestätigung gefunden. Es gibt drei Dinge, die mich sehr geprägt haben. Das erste ist der Neuanfang nach der friedlichen Revolution, der uns unheimlich viel abverlangt hat. Das waren die ersten 9 Jahre, waren wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Das zweite Erlebnis, was ich hatte und was ich auch nie vergessen werde, ist die Jahrhundertflut im Jahr 2002, wo man den Leuten noch sehr, sehr viel näher gekommen ist, als man das zuvor war und vieles an Tragödien auch erlebt hat. Ja, und auch die Corona-Pandemie hat mich sehr beschäftigt, weil ich die Brüche auch gesehen habe, dass Menschen miteinander plötzlich nicht mehr klargekommen sind oder sich entzweit haben. Und das hat mich auch sehr beschäftigt, wieso eigentlich solche Ereignisse uns nie eher zusammenführen, sondern auch zum Teil trennen. Wenn man so viel Erfolg hat, dann hat man den nie alleine. Da gehören immer ganz, ganz viele andere Menschen dazu. Und deshalb möchte ich Danke sagen an meine Kolleginnen und Kollegen, an euch, an Sie, für diese lange Zeit der Unterstützung, auch Verständnis, wenn vielleicht manches mal nicht so gut gelaufen ist. Ich möchte aber auch den Verwaltungsfrauen und Männern sagen, danke für diese viele, viele Unterstützung, die ich hier erfahren durfte. Ich gehe mit Stolz und freue mich auf eine
eine gute, ruhigere Zeit. Ich werde Sie alle im Auge behalten, alle, die zurückkommen. Auf jeden Fall. Ich will das hier auch mal betonen. Ich habe 47 Arbeitsjahre geleistet und gehe jetzt nach 47 Jahren erst in Rente. Diese Diskussion hatten wir ja heute. Was ich mir wünsche, ist in Zukunft auch für das Parlament, dass wir trotz aller unterschiedlicher Auffassung, unterschiedlicher Vorstellung, und wir sind ja, jeder ist ja einzigartig als Mensch, dass wir uns streiten, ja, um die Sache, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Miteinander, Respekt zu haben vor dem anderen, auch mal auf den anderen zugehen, noch besser werden könnte für die nächsten Jahre. Das würde uns allen die Arbeit ein Stück erleichtern. Also nochmal vielen Dank. Ich wollte eigentlich noch allen alles Gute wünschen und ganz, ganz egal, an welchem Platz Sie gestellt sind, es geht immer weiter, bleiben Sie gesund und nochmal danke für alles.